Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu The Town of Light. Das klingt schon ein bisschen gruselig und ich glaube, dieses Spiel ist auch gruselig. Es spielt nämlich in einer alten Nervenheilanstalt in Italien. Und naja, was uns da erwartet, das finden wir gleich heraus. Ein kurzer Blick nochmal in die Optionen, sehr interessant. Das Spiel ist auch auf Deutsch, also mit deutscher Stimme und deutschen Untertiteln. Und das richtig Coole daran ist, dass die deutsche Vertonung, die hat die gute Pandoria gemacht. Die kennt ihr ja von YouTube. Und ja, sie übernimmt die Stimme unserer Hauptcharakterin, die wir hier gleich spielen werden. Und ich würde mal sagen, lehnt euch zurück und viel Spaß mit The Town of Light. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und einer weitreichenden Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt des Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein, daher ist es ausschließlich für Erwachsene geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden, jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung künstlerisch frei dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keinerlei Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos um fachärztliche Hilfe bitten. Okay, das ist schon mal ein cooler Einstieg in das Spiel, nur für Erwachsene geeignet. Darf ich also zum Glück schon spielen? Volterra, 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Ja, das war übrigens, wie gesagt, die gute Pandoria, die wir da gerade gehört haben. Sie wird uns also auch das ganze Spiel über begleiten. Eine kurze Verschnaufpause, hier noch der Ladebildschirm. Und ja, es ist wirklich bisher nur 0,8% des Spiels geladen. Aber der sollte gleich nochmal rasend schnell nach vorne springen, der Fortschrittsbalken. Bisher aber schon ziemlich cool. Also ich muss sagen, für den Einstieg wird hier schon ordentlich Atmosphäre erzeugt. Und jetzt steht da auch Please Wait. Das heißt, wir sind gleich im Spiel. Gleich. Also praktisch sofort. Bestimmt. Geht gleich los. Ah, okay, jetzt. Beruhend auf einer wahren Begebenheit. Volterra, Toskana, 2016. Also in der Zukunft und auch gar nicht gruselig, irgendwie mitten am Tage. Wobei, wir sehen da hinten schon durch die Bäume die alte Nervenheilanstalt. Und hier ist noch ein Kinderspielplatz. Ja, hier haben einst Kinder gespielt. Naja, wie man halt spielen konnte, wenn man in einer psychiatrischen Anstalt war. So, können wir jetzt auch hier wieder aufstehen? Hallo? Mir wird schlecht, ich will nicht weiterfahren. Oder hier eine alte Wippe. Ja, leider ist niemand da, der hier mitwippen kann. Deswegen wippen wir hier ganz alleine.
Das ist ja sowieso sowas, also mit Kindern wird ja mal alles ein bisschen schlimmer. Können wir hier auch, nee, mit dem Sandkasten können wir nicht interagieren. Und hier mit den Hotte-Hü-Pferdchen auch nicht, mit den Holzpferdchen. Aber wir können uns hier in die Schaukel hineinsetzen und eine Runde schaukeln. Das hat irgendwie schon was sehr Subtiles, oder? Können wir hier die Rutsche auch benutzen? Ah ja. Und hui! Eine rostige Rutsche runterrutschen, das macht Spaß. Das reißt auch gar nicht Kleid und Hose und Beine auf. Auf jeden Fall haben hier früher wohl Kinder gespielt. Denn eines steht wohl fest, das sieht hier alles nicht mehr so aus, als ob das noch intakt wäre. Öffnen, schließen und benutzen. Ja, auf diesem Platz, da sind die Kinder wohl bestimmt früher freudig und lachend im Kreis gelaufen. Jeder hintereinander. Und hier können wir hinein. Wir müssen unsere Taschenlampe einschalten. Und sehen, ja, hier ist alles verfallen. Jetzt können wir hier noch den Schrank öffnen, aber da ist nichts drin. Ein alter, verwahrloster Spaten. Ein paar Weinflaschen. Wurde hier heimlich Alkohol ausgeschenkt? Wir wissen es nicht. Eine zerbrochene Flasche liegt auf dem Boden. Und auch so verrottet hier alles so vor sich hin. Oh. Ein Kühlschrank und ja, wir hören ein paar Fliegen summen. Okay, auch hier liegen noch ein paar Flaschen drin. Sowie Excellent Story and Storytelling. Game Connection, European Games Booster. Also nochmal schnöde Eigenwerbung hier verpackt. Oha, hier das Ganze nochmal. Hier wollen also die Entwickler zeigen, hey, guckt mal, wir haben Preise abgestaubt für dieses Spiel. Spielt es also. Aber ein Radio. Aber es ist keine Kassette mehr drin. Und wir können es auch nicht einschalten. Wir können es zwar um die eigene Achse drehen. Aber wir können hier nirgendwo drauf drücken. Und wie es scheint, kommen wir hier in dem Haus auch nicht weiter. Also müssen wir nochmal nach draußen gehen. Ah, hier hinten kommen wir auch nochmal zum Spielplatz. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach müssen wir zur Anstalt. Werfen nochmal einen Blick in den Mülleimer. Auch hier liegt eine Weinflasche drin. Also Alkoholkonsum wurde hier wohl sehr groß geschrieben. LKAIT. Präsentiert The Town of Light. Das ist sie dann wohl, die berüchtigte Nervenheilanstalt. Oh, okay. Ja, hier fällt schon alles in sich zusammen und es steht hier auch, dass natürlich Betreten verboten ist.
war ja noch so ein Loch im Zaun. Oder habe ich das jetzt nicht richtig gesehen? Doch, da guckt mal. Also optisch schon mal sehr, sehr schön. Auch die Atmosphäre bisher wunderbar. Also gefällt mir sehr. Aber scheint etwas ruhiger zu sein vom Spielstil her. Also jetzt nicht so Outlast-mäßig auf die Fresse. Okay, ein geheimer Eingang. Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Auch hier wurde geraucht. Scheint wohl so ein kleines Kabuff des Gärtners zu sein hier. Auf jeden Fall liegt hier noch eine Matratze, also wurde hier auch geschlafen und ein Klo liegt hier rum. Okay, ein rostiger Teller. Das heißt, hier hat wirklich jemand versucht zu wohnen, zu essen, zu schlafen. Neben all diesen Gerümpel, in dieser kalten Atmosphäre. Und überall Weinflaschen. Naja, wahrscheinlich, wenn man hier lebt und arbeitet, dann kann man wohl auch nichts mehr anderes tun, als den ganzen Tag zu saufen und das alles noch irgendwie zu ertragen. Ah, jetzt sind wir hier wieder oben bei der Anstalt. Dieser Ort. Die Zeit. Die Erinnerung. Ein Journal haben wir auch noch. Erlebnisse, Erinnerungen, medizinisches Archiv. Erlebnisse. Ah ja, das ist das, was sie die ganze Zeit dann sagt. Erinnerungen haben wir noch keine. Und ein medizinisches Archiv haben wir auch noch nicht. Das kommt dann wohl alles noch. Oh, ist das da hinten ein See? Sieht von hier aus ein bisschen wie ein See aus. Könnte aber auch einfach sein, dass da so eine, ja, so eine Berggrafik so ist. Oh, da unten ist die Tür offen. Aber wir können hier nicht springen, um da runterzukommen. Naja, höchstwahrscheinlich müssen wir jetzt hier zum Haupteingang rein, wo auch immer der wohl gerade ist. Also hier zumindest schon mal nicht. Und natürlich, also ein kurzer Blick zeigt uns auch, dass hier schon alles verfallen ist. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass dort niemand mehr lebt. Ob tot oder lebendig. Ah ja, hier haben wir schon mal einen funktionierenden Eingang. Trotzdem will ich hier nochmal ganz kurz um das Haus herumlaufen. Ah, hier ein... Okay, hier sehen wir ein Auge an der Wand. Okay. Irgendwie so eine Art Tentakelmonster. Und die Fenster sind verschlossen, wir können hier nicht rein. Aber wir haben schon mal einen Ausblick auf das bekommen, was uns in der Anstalt gleich erwartet. Oh, ist das hier so eine Art Stromschalter? Naja, auf jeden Fall können wir hier nichts machen. Nee, da vorne kommen wir jetzt auch zu dem Torbogen. Vor dem wir gerade standen, bevor wir da nochmal durch das Loch im Zaun gegangen sind. Sehr cool, die Vögel da oben. Also, das sind so diese Details, die das ganze Spiel dann nochmal besonders machen, finde ich. Also, die ein Spiel besonders machen. Und jetzt sind wir in der Anstalt. Eine Schere. Eine verrostete Schere. Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Einlieferung.
Gut, da können wir jetzt wenig mit anfangen, weil steht hier auch irgendwie alles auf Italienisch. Was haben wir hier noch? Telegramm, Volterra, den Podestra. An den Bürgermeister, bitte eventuelle Familienangehörige von Tod, ja, benachrichtigen, damit sie Beerdigung Kosten 100 L übernehmen, sonst Leichnam nach Pisa zu Forschungszwecken. Direktor S. Nach Pisa zu Forschungszwecken. Okay, also wenn man hier stirbt und man hatte keine Angehörigen, die einen beerdigen konnten, dann wurde man halt einfach der Wissenschaft übergeben. Ein trauriges Schicksal, aber leider wahrscheinlich etwas, was auch heute noch passiert. Auch hier wieder Fliegen. Hier bröckelt schon überall der Putz von den Wänden. Was haben wir hier? Ein kleines Gesicht. Ah, eine Art Durchgangsklappe. Und hier hinten steht noch etwas. Aber da kommen wir so nicht ran. Können wir jetzt auch nicht irgendwie. Also viel mehr kriege ich da irgendwie nicht zu lesen. Na gut, dann lassen wir das erstmal da liegen. Und ich schalte mal die Taschenlampe an. Oh, ein Telefon. Aber der Strom funktioniert noch nicht. Hier ist noch ein Brief oder ein Zettel. Dokument über Patientenentlassung. Dokument über Patientenwiederaufnahme. Entlassen und wieder aufgenommen. Das ist ja auch ein Schicksal. Und zwar Martelli Gina aus Roma. Also Roma heißt Rom, so viel weiß ich. Ich glaube, das 13. Oktober 1895 ist das Geburtsdatum. 30 Maggio 1916. Maggio könnte natürlich Mai bedeuten. Vielleicht die Zeit, in der er oder sie eingeliefert wurde. Demenza praecoce oder praecoce. Wird ja dann, also das C wird ja dann manchmal auch als Sch ausgesprochen. Also Demenza praecoce. Wahrscheinlich Demenza, also Demenz ist ja so etwas wie Alzheimer, dass das Gehirn nach und nach abstirbt, also quasi die Erinnerungen nach und nach verblassen, die Motorik nach und nach, nach und nach nachlassen. Das ist ja Demenz. Das haben sehr viele alte Leute, nennt man dann Altersdemenz. Ja, und wahrscheinlich wurde sie wegen, oder er oder sie deswegen hier eingeliefert. Arduino. Vielleicht spricht ja jemand von euch ein bisschen Italienisch und kann das hier mal übersetzen, was hier so steht. Das wäre sehr interessant, denke ich. Ein Stapel alter Bücher, aber ansonsten hier erstmal noch nichts. Meldung über Patiententod. Giolani Diana. Oder Giuliani Diana. Oder Dina, Entschuldigung. Giuliani Dina ist gestorben. Und Provincia Roma, also wieder aus Rom. 498, wahrscheinlich die Patientennummer. Am 5. Juli 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Mich graut es ja immer davor, so alte Krankenhäuser oder alte Anstalten so zu durchlaufen. Oder sage ich mal, zu besuchen und dann dort durch die Gänge zu schleichen. Es gibt ja bei uns in Berlin, gibt es ja auch einige alte Krankenhäuser, die leer stehen. Und wenn man dann dort in die Kinderabteilung mal reingeht, das ist manchmal ja so eine Mutprobe, nachts in die Kinderabteilung von einem alten Krankenhaus, einem leerstehenden Krankenhaus.
Und das ist schon extrem gruselig. Also Respekt. Also ich würde das hier nicht machen, weil ich weiß nicht. Man hat ja dann auch schon so viele Filme gesehen oder Bücher gelesen. So, hier ist ein kleiner Arztkoffer, aber den können wir nicht benutzen. Ansonsten nur Gerümpel hier. Ich glaube, hier vorne war noch ein Zimmer. Scheint eine Art Wartesaal zu sein. Ah, hier, guck mal, eine Karte vom Hotel, wollte ich sagen. Eine Karte vom Krankenhaus, von der Anstalt hier. Aufnahme, Warteraum 3. 3 ist nicht dokumentiert. 4, Treppe, Sala, Konferenze. Ist der Konferenzraum, Besuchertoilettenabteilung, ruhige Geisteskranke, Beobachtungsabteilung, Speisesaal, Toiletten, Schwesternzimmer. Und wir sind im Park, denn dort sind wir. Ja, der Park, da, ja, sind wir ja quasi, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ist dort der Park. Was haben wir hier? Nationale faschistische Vereinigung zum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Ja, die Zeit des Faschismus, also wirklich Anfang, Mitte des 19. des 20. Jahrhunderts. Und hier haben wir so einen Überblick über die Anstalt und quasi auch, ist das da das Haus B? Auf jeden Fall steht da ein B. Da ist A, also Haus A, Haus B. Sehr weit, weitläufig die ganze Anlage hier auf jeden Fall. Und hier ist ein Bettenzimmer. Ja, da haben dann wohl die Patienten geschlafen. Gehaust, möchte man eher meinen. Gut. Aber ich glaube, langsam sollten wir uns mal tiefer in die Eingeweide dieser Anstalt vorarbeiten. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Eine Puppe also? Guck mal, da ist dieses Monsterbild, das wir hier gesehen haben draußen. Hat irgendwie was von dem riesigen Penis mit einem Auge dran. Sehr eklig. Hier würde es schön bequem sein. Ja, wunderbar bequem. So ein Rollstuhl, so ein verrotteter, verrosteter Rollstuhl. Nein, 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 sie friert, ist allein. Suchen wir sie. Okay, damit meint sie wohl die Puppe. Ah, hier ist noch ein Ausgang, aber den können wir aktuell noch nicht benutzen.